Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um den Engineering Test Mode beim digitalen Display. Falls euch solche anderen Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, unser Kombi-Instrument hat einen Engineering Test Mode, in dem man ein paar Parameter nachschauen bzw. testen kann. Das hat das Analoge natürlich auch. Darüber hatte ich schon mal vor langer, langer Zeit, ich glaube 5, 6 Jahre ist es her, mal ein Video gemacht. Falls ihr es nicht kennt, ich verlinke es euch hier oben in dieser Infokarte. Und für alle, die ein digitales Kombi-Instrument haben, geht es jetzt in den Engineering Test Mode beim digitalen. Und da schauen wir uns mal an, was es zu sehen gibt. Also, fangen wir an. Als allererstes ist es so, ihr müsst sicherstellen, dass alle Module ausgeschaltet sind. Also wirklich, das Licht ist aus, die Module sind aus, die Türen sind zu. Am besten, ihr schaltet das Auto aus und wartet mal eine Minute, zwei, bis alles heruntergefahren. Um dann den Testmodus einzuschalten, drückt ihr einfach die OK-Taste und parallel schaltet ihr das Auto ein. Und ihr haltet dann die OK-Taste gedrückt, bis im Display, das dauert circa 3, 4, 5 Sekunden, tatsächlich der Engineering Test Mode erscheint, hier gekennzeichnet durch ET. Habt ihr das Ganze dann, lasst ihr die OK-Taste los und wartet einfach. Und ja, ist das IPC komplett hochgefahren, könnt ihr mit der Zurücktaste das Engineering Test Mode ein- oder ausschalten. Und ihr könnt natürlich durch das normale Menü durchscrollen, aber auch durch das Engineering Test Mode Menü. Und das Engineering Test Mode Menü, das schauen wir uns gemeinsam jetzt an. Wir gehen Schritt für Schritt durch und schauen uns mal an, was es da so zu sehen gibt. Also, legen wir los. Ja, als erstes ist der Test der ganzen Anzeige. Der resettet im Prinzip alles. Dann haben wir die Color-Palette. Wie ihr seht, jetzt kommt die ganze Anzeige nochmal zum Vorschein. Und dann zeigt er uns auch die ganzen Nummern der Geräte an oder des IPC-Gerätes an. Danach sind ganz viele Informationen hinterlegt. Ich gehe mal hier im Schnelllauf durch. Viele, gefühlt 90, 95% der Informationen sind als Hexadezimalcode dargestellt. Für diejenigen, die damit was anfangen können oder für diejenigen, die es interessiert, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber wir gehen jetzt mal hier in der Schnelle durch, was es so alles gibt. Falls euch das ein oder andere interessiert, macht einfach Pause und dann seht ihr, ja, was es da so zu sehen gibt. Wie ihr seht, viele Werte. Es gibt einen Wert, den man dann auch tatsächlich einstellen kann, nämlich den Durchschnittsverbrauch. Den kann man mit der OK-Taste dann betreten und dann entsprechend einstellen, wenn der nicht wirklich stimmt. Wir sehen auch die Spannung der Batterie. Wir sehen auch weitere Kilometerstände und Sonstiges. Also hier einfach mal, wie gesagt, im Schnelldurchlauf, was es so alles gibt. Eher unspannend, muss man sagen. Das einzige wirklich Interessante ist tatsächlich, ja, dass man die Batteriespannung dort sehen kann und natürlich, dass man das komplette Kombi-Instrument testen kann. Bedeutet, alles ist an und hier auch nochmal die Drehzahlanzeige, die sweept gleich nochmal komplett durch und wir sehen auch die komplette Color-Palette. Ja, wie ihr seht, das ist das Engineering Test Mode Menü. Viele Zahlen, eher unspannend, wenn man so möchte. Das ein oder andere sieht interessant aus. Die Batteriespannung ist, wie gesagt, interessant, aber ansonsten eher unspektakulär. Ihr wisst jetzt zumindest mal, wie man das Ganze einschaltet. Raus kommt man, indem wir einfach das IPC nochmal ausschalten bzw. den Start-Stopp-Knopf nochmal drücken und dann fährt ja nochmal alles runter und dann hat man den Engineering-Test-Mode auch wieder verlassen. Gut, ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch nicht vergessen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.